So, zurück auf Inder. Werde ich jetzt zu Stefan stoßen und zu meinem Trupp. Jetzt muss ich aber erstmal kicken, wie ich da hin. Wow, krass, was sind das hier alles für Anzeigen auf der Map? Übel. Gibt es irgendwie eine schnelle Möglichkeit, wie ich jetzt zu dir komme? So mit einem Sofortspawn oder. Du. Hallo? Hallo? Ist Hallo? der Bonk auch? Ah, da ist der Bonk, ja. Ich bin gerade Aufnahme Let's Play und so, ist gerade unpraktisch. Oh, sorry. Dann später. Jo. So einfach geht das. Okay, ich gucke mir das mal kurz um. Hier gibt es ja Flugzeug, aber ich wette, ich kann mir noch kein Flugzeug kaufen, oder? Ich bin wahrscheinlich zu blöd noch dafür. Benötigte Ressourcen. Oh, da fehlen mir noch 50. Okay. Shit. Alles klar. Aber die kriegst du eigentlich ziemlich schnell voll. Geht halt immer danach, wie viel du von den verschiedenen Maps Gebiete hast. Je nachdem füllt sich das auch. Krass, ey. Okay, gut. Ich kann aber bestimmt noch mal irgendwie Waffen kaufen oder so. Ich das eine andere Wumme noch habe. Und die jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht ist. Ingenieur. Immer bei dir gespawnt. Krass, was kann man denn hier alles zertifizieren? Laservisier, krass, 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 krass. Verfügbare Zertifizierungspunkte. Oh, hohoho. Oha. Okay, lass, du bist bei mir gespawnt. Ja. Also ich bin jetzt hier ganz vorne. So sehe ich. Bauen uns mal so einen coolen Panzer. Du bist doch Ingenieur, oder? Weil ich bin nämlich kein Reparaturfuzzi. Ja, habe ich denn so ein Reparaturding dabei oder was? Wenn du Ingenieur bist, ja. Okay, ja. Wo bist du denn? Hier gerade ein Panzer gespawnt. Muss mal gucken. Hier, vor dir. Ah, ja, okay. Nee. Welcher denn? Hier sind zwei. Nee, Hier, das ist ein der wo Flugzeug. grün drüber steht. Bei mir steht gar nichts drüber, das ist das Ja, du Problem. läufst richtig. Lauf drauf zu und steig ein, bevor der Typ es macht. Bin drinne. Genau. Okay, alles klar. Gibt's irgendwie eine Außenansicht oder? Okay. Was? Eh? Baby tausende. Ah, okay. Alles kein. Alles klar. Gut, dann mach mal was. Oh, dieses riesen Flugzeug, richtig geil. Ja, die sind geil, das sind die Transporter. Das sind 12 Mann Alter Typ, rein. ey, was macht der denn da drunter? Ich finde das Fliegen auch voll behindert hier. Das ist halt wie Battlefield. Ja, sehr schön. Muss ich gleich mal ausprobieren demnächst. Da werde ich mich dann in den nächsten Let's Plays mal dran wagen. Aufpassen, vorher bin ich in die Schlucht gefallen, da war es vorbei. Ah. Karte gibt's bestimmt auf M, oder? Ja, okay. So, wir sind jetzt hier unten und fahren wir jetzt wohin? Zu den Einsatzdingern oder was? Ja, ich folge nur ein bisschen den Straßen. Sicher ist sicher. Okay, alles klar. Ist auch immer cool, wenn du in so einer fetten Panzerkolonne unterwegs bist, wo manche noch so Maschinengewehre und sonst was oben drauf haben und dann fliegen irgendwelche gegnerische Flugzeuge drüber. Das wirkt dann echt wie Krieg. Also muss ich jetzt sagen, so schlecht sieht es ja eigentlich gar nicht aus. Ja, für Free-to-Play ist auf jeden Fall gut. Nur habe ich irgendwie total bekloppte Soundprobleme noch. Also so, sozusagen, als würde hier noch irgendwer jetzt mitlaufen. Hast du einen Panzersound? Ja, ich habe so einen Geräusch. Okay, krass. Bei mir ist der Sound gerade übel verbuggt. Ja, da du eh noch gerade fliegst, dann werde ich mal kurz in den Einstellungen gucken. Vielleicht kann ich ja da irgendwas machen, was den Sound angeht. Audio. Nee, das ist Quark. Okay, schade. Voice Chat. Ach, hier gibt's sogar Voice Chat. Zum einen ausschalten. Nö, 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 nö. Oh, da ist ein Gegner schon im Chat. Wo? Da. Gerade ich hab geschieht. Oh, das sind jetzt zwei. Hey, das Er ist ist tot. unserer. Gibt's auch Okay. Team Attack, musst du vorsichtig sein. Ja, okay. Aber warum werden die mir erst so spät angezeigt? Also jetzt sehe ich erst das Dreieck drüber. Weiß nicht. Komisch. Also das. Der Chat hier jetzt über uns, den Das höre ist ich. unserer. Naja. Das sehe ich jetzt mittlerweile. Jetzt sind diese. Es taucht aber nicht. Ah, jetzt taucht es plötzlich auch wieder auf. Der braucht bei mir irgendwie Ewigkeiten.
Bei den Dingern wisst du übrigens, dass sie uns gehören. Ich glaube, die hat nur unsere Fraktion, diese sichelförmigen Teile. Ja, okay. Oh, da ist ein gegnerischer Tank. Wo? Die Karte war gerade markiert. Ah, ich seh's gerade. Da hinten ist er. So, jetzt kann ich die doch bestimmt, warte mal, repairen. Oh ja, sehr schön. Ich bin noch nicht kaputt. Ja, nö. Bin ich. Da oben rechts ist ja die Anzeige. Ja. So, wir haben jetzt einfach mal gezeigt, wie das eigentlich normalerweise in so einem Spiel funktionieren sollte. Krass. Das ist Geschoss selbst Munition hat halt irgendwie so. Gibt's ja unter... Was ist denn ja, unter Tab? Ja, alles Munition. Also wenn du leer bist, hast du Pech. Oder musst halt zu so einem Aufladeturm fahren. Hm. Das finde ich fehlt in Battlefield auch. Oh, hier steht ja alles. Statusbericht, Kampfrang 2, Zertifizierungspunkte 3, Kills 3 habe ich, Tod habe ich auch 3, toll. Okay. Ja. Ist ja relativ leer gerade, also ich freue mich schon, wenn wir in der Schlacht drinne sind. Muss ich erst mal gucken, ob ich überhaupt richtig fahre. Hier über uns links ist gerade der Gegner und nimmt Punkt von uns ein. Ah, okay. Aber das ist mir jetzt egal. Das sind viele. Oh, es ist mir doch nicht egal. Doch, es ist mir egal. Na, warte mal, da sind doch genug jetzt von uns, da selbst schon... Ich glaube, hier komme ich gar nicht hoch, Panzer. Ich würde es auch nicht versuchen. Lass uns doch einfach jetzt dahin fahren, wo wir gebraucht werden. Also könntest du es hier links jetzt, glaube ich, bestimmt versuchen. Da wo dieser Tank da auch lang fährt, dieses Truppenfahrzeug. Wie gesagt, das Ding steht halt auf so einem fetten Berg. Ja, ich weiß. Das ist nur für Infanterie zugänglich. Da ist ein Transporter. Okay, krass. Warum lade ich eigentlich schon wieder nach? Ich hab doch genug. Die machen einen ganz großen Angriff. Ich sehe gerade zwei Jets da rumfliegen. Übel. Da ist ein dicker Transporter vor uns. Wenn mal unser Truppenführer ist, der soll mal Befehle geben. So, die Basis mal. Da hinten haben wir auch eben angegriffen die ganze Zeit. Ohne Erfolg. Naja, ja. Der Einsatz ist jetzt links von uns. Die sind jetzt hier in dem Alatum Bio Lab. Ist jetzt der große Fight. Also wenn ich das mit dem Blinken jetzt mal so ein bisschen richtig einschätze, weil so habe ich mir das zumindest in den Videos ein paar Mal angeguckt. Oder? Normalerweise kriegen wir halt vom Truppenführer noch so einen Marker auf der Karte gesetzt. Da ist ein Feind, guck mal da. Rechts von uns, einiges. So, ja, hab ich auch schon gesehen. Gibt's eigentlich auch sowas wie im Battlefield so eine Art Q zu markieren, oder? Ja, Q ist auch hier markieren. Ah, na, sehr schön. Ich nochmal nachladen, bevor wir jetzt hier in den dicken Fight reingehen. Boah, rechts von uns, einiges an... Guck rechts! Au, irgendwas beschießt uns hier. Oh, wir werden aus der Luft beschossen. Oh Gott. Los, lad nach. Das sind echt einige, die hier rumstehen, ha? Feindlicher Sanitäter gesichtet. Hier vor uns, links. Ja, flieg du, fahr weiter, ich kill den. Oder auch. Einen hab ich. Ich sehe keinen weiter mehr. Doch, hier sehe ich einen. Wie wär's mit verdrücken, weil ich glaube, ich sollte uns mal ein bisschen repairen. Ja, das ist jetzt zu spät. Wir sind überall. Ah, hau nicht ab. Bleib da stehen.
Ah, rein da. Rein da, lass mich doch rein. Nein! Ach so, ja, das ist. Das war jetzt doof von mir. Da muss ich erst irgendwo in Optionen, ich weiß nicht wo, da kannst du freischalten, dass Squad-Member auch dein Fahrzeug benutzen können. Weil, wenn du sie eins kaufst, haben sie es so gemacht, dass kein Fahrzeugstil mehr gibt. Okay, gehst du jetzt das zum Einsatz Sunderer? Oder wo spawnst du? Ja, genau, das brauch ich. Bei welchem? Da gibt's jetzt zwei irgendwie. Also bei der 5. Wo das Truppführerzeichen mit dabei ist. Ah ja, okay. Dann spawn ich da auch mal. Ja, das war jetzt ja schon mal Tank-Action relativ grauenvoll. Ey, wir hätten da viel mehr machen können. Sicherheit. Oh krass, wo bin ich denn hier gespawnt? Hier ist ein Tank und hier ist irgendwie ein Truppentransporter. Wo bist denn du hin? Ich bin hier. Okay, wo, was bist du denn? Mac der oder was? Einheit. Okay, wo gehen wir hin? Ja, wo gehen wir hin? Weil... irgendwie... Für der Truppenführer gibt keine Angaben. Ich würde sagen, wir laufen links rum zu TI Alois Inc., weil da müssen wir eh hin, glaube ich. Warte, ich muss gerade auf die Karte. Ah, oh, ich sollte das Tutorial mal ausschalten, aber ich will mir das... Wo wird's denn? TI? Alois Inc., das ist da oben. Ah, okay, hier hin. Ja, ich setze mir einfach meinen eigenen Wegpunkt. Sehe ich den auf der Karte? Ja, sehr schön. So, 12? Ah, das bist du. Cool. Also wir sind über 12 Mann schon mal. In unserem Platoon eben, Squad. Ja, im Trupp halt, so wie es hier heißt. Hm, kann man hier eigentlich unendlich rennen, weil ich sehe keinen Ausdauerbalken. Ja, kannst du. Okay. Sag doch, es hat sich doch viel verbettet, geht das Spiel. Boah, das sind 800 noch was Meter, ey. Wollen wir da nicht irgendwie hinfliegen oder so? Was zur Hölle schießt denn da? Da hinten sind ganz viele von uns, da will ich hin. Wo ist das? Greifen gerade The Crown an. Na, obwohl, das ist immer noch genau dieselbe Schlacht wie vorhin auch, dort hinten. Okay, naja, mein eigener Wegpunkt ist da hinten. Muss man nach rechts gucken, da hinten sind richtig viele noch von uns. Ja, bist du jetzt runtergesprungen oder was? Ja. Okay, dann werde ich das jetzt auch mal tun. Ah, da ist auch unser, noch einer von unserem Trupp. Boah, krass, was geht denn da ab, ey? Na, das ist die Schlacht, in der ich vorher die ganze Zeit gesteckt habe. Jetzt sind halt nur noch die Typen hier oben auf dem Hügel da. Oh, ah, cool. Ich kann jetzt schon ein Geschütz aufbauen. Das ist ja geil. Ja, dafür hat der Ingenieur leider keine Panzerfaust. Ja, das ist richtig, aber brauche ich auch nicht. Coole Sache. Und diese Transporter kann man hier auch als Spawn wahrscheinlich nutzen, oder? Ja. Und Munition und Klasse ändern. Ah, coole Sache. Weil als Max-Einheit kannst du zum Beispiel nicht spawnen. Die musst du dir erst kaufen mit den Infanteriepunkten. Oh, dann werde ich mich mal jetzt hier mein Geschütz sitzen und... Au, du hast mich gehittet. Okay, kann ich das Ding jetzt wieder einsacken oder so? Du kannst einfach noch eins bauen und noch eins und noch eins. Lol, okay, geil. Dann gehe ich mal, lass uns mal in die Front gehen. Du bist ja auch so eine Frontsau. Ja, Max-Einheiten können übrigens nicht von Heilern geheilt werden, die müssen repariert werden von Ingenieuren. Also, du von mir. Ah, ist ja... Boah, hier komm, ich baue hier mein Geschütz auf. Und dann beschieße ich die da unten. Wenn das ein Tank ist und das nicht so schlau ist wahrscheinlich. Boah, ich fresse ja übelste Hits. Okay, ich bin tot. Ja.
Ich wurde wiederbelebt, geil. Ich bin schon wieder tot, scheiße. Shit. Akzeptieren. Boah, krass. Ey, ich komme hier gar nicht mehr weg. Ich fall nur noch um. Verdammt, ey. Boah, ey, unser Typ könnte halt echt mal den Panzer da näher ranfahren. Jetzt muss ich halt wieder dahin spacken. Ich könnte langsam mal einen Repair gebrauchen. Ja, würde ich dir gerne geben, aber ich muss jetzt gerade wieder da spawnen, wo wir vorhin waren. Ach, wir sind ja schon auf dem Berg hier oben drauf. Na, sehr schön. Ich komme gerade runtergespackt. Moment. Hey, krass, wie die hier oben alle stehen. Ich komme! Geronimo! Ja, ich wette, ich krieg gleich eh wieder einen übelsten Headshot von so einem blöden Sniper. Ah, wunderbar. Los, komm. Weiter damit. So, jetzt solltest du wieder voll aufgeladen sein, würde ich behaupten. Ja. Au, 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 Alter, hier gibt's ja richtig böse Damage. Das ist Munition, ich brauche aber irgendwas zum Healen. Ah. Was? Aua! Oh, Teambeschuss, ey, klasse. Von hinten kommt was. Von hinten. Da hat sich einer von hinten versucht ranzuschleichen. Was ist er denn? Ah, er ist tot, okay. Nee, da hinten ist er noch. Heavy. Noch einer oder was? Nee, doch nicht. Au. Oh, Panzer. Ich komme runtergelaufen, du brauchst sicherlich einen Repair, ne? Ein bisschen. Au, rechts unten kommen welche. Können wir die Offensive ich. Ich versuche mich jetzt einfach mal hier rechts durchzukämpfen. Mit unseren anderen Squad-Typen da. Oh shit. Oh shit, na das ist ja scheiße. Das ist ein großer Canyon hier. Ich komme wieder hoch. Das hoffe ich hier viel zu viel. Bäm, hab ich ihn voll erwischt. So, ich frag mich, was das hier ist. Was? Irgendwas anderes. Ah, das ist Munition. Ah, cool. Ich habe auch Munition, wusste ich gar nicht. Ich glaube, das Ding hier nehmen wir nicht mehr ein. ja, zu viele Panzer, würde ich mal behaupten. Au, 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 Sniper. Aua, verdammte Scheiße, ich muss ja weg. Auch irgendwie healing. Nein, ich bin tot. Bastard. So, dann kann ich ja mal kurz gucken wegen den Zertifizierungspunkten. Ob ich da irgendwas schon machen kann. Ich irgendwie für ein Stück. Bla 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 bla. Ne, jetzt nicht. Das lese ich mir irgendwann mal. Ingenieur. Okay. Okay, krass. Da brauchst du ja Ewigkeiten. Aber die wollen ja auch Geld verdienen, ne? Ah, leider. Booster. Scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach in die Schlacht. Oh. Was sagen mit dem Spawn ist dann auch
Numero Du fertig und wir werden gleich im nächsten Let's Play weiter fighten. Und diese epische Schlacht mit diesen riesen Dingen, ob wir das noch schaffen, werden wir ja gleich sehen.